Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute um die Frage von der Katrin aus Ingolstadt geht. Die Katrin hat mitbekommen und mir geschrieben, so hat sie das wahrgenommen, dass ich im Parlament am Dienstag eine Art Wutrede gegen die AfD gehalten hätte und will jetzt von mir wissen, was mich denn so aufgeregt hätte und worum es denn da gegangen ist. Ja, liebe Katrin, das erkläre ich dir sehr gerne, deshalb, weil ich mich tatsächlich ziemlich geärgert habe. Denn es war ja so, dass die AfD sich jetzt ein wenig personell neu aufgestellt hat und dass da ein oder andere politische Beobachter schon die zarte Hoffnung hatte, das könnte zu einer Entradikalisierung führen, dazu führen, dass aus dieser ganz rechten Partei nur eine in Anführungsstrichen rechte Partei werden könnte. Und die Wahrheit ist, liebe Katrin, spätestens seit dem Parteitag der AfD vom Wochenende und seit der Aktuellen Stunde, die hier im Maximilianeum stattgefunden hat, ist klar, dass diese Hoffnung mehr als bitter enttäuscht ist. Die AfD bleibt im Wortsinne eine rechtspopulistische Gruppierung. Die AfD ist rechts und die AfD ist populistisch. Und wir Demokratinnen und Demokraten sind wohl beraten, weiterhin gemeinsam daran zu arbeiten, dass dem Flügel, also diesem Rechtsaußenteil der AfD, hoffentlich die sprichwörtlichen Flügel wachsen und die AfD wieder aus diesem Parlament heraustragen bis zur nächsten Landtagswahl. Worum ist es diesmal gegangen? Auch die neue AfD-Führung hat bewiesen, sie waren vorschlagsberechtigt für das Thema der Aktuellen Stunde, dass sie nahtlos anschließt an den Rechtspopulismus ihrer Vorgänger. Die AfD bleibt eine Two-Issue-Partei. Sie hat nur zwei Themen. Entweder sie leugnet Corona oder aber sie macht Stimmung gegen Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, die einer anderen Glaubensrichtung angehören als die Mehrheitsgesellschaft in unserer gemeinsamen Heimat Bayern. Und das Geschäftsmodell, das sie dabei verfolgt, das ist immer das Gleiche, das ist immer billig und es wäre fast schon zum Lachen, wenn es nicht so dramatisch wäre. Es folgt immer gewissermaßen einem Dreisprung. Zunächst einmal wird ein Problem erfunden, das es in Wahrheit gar nicht gibt. Anschließend wird anhand dieser vermeintlichen Problemlinie Stimmung gemacht, gehetzt, gespalten, die Gesellschaft auseinandergetrieben, um dann dafür eine Lösung anzubieten, die in aller Regel im Widerspruch zu unserer Verfassung steht. Und so war dies auch diesmal, als es um den Ruf des Muezzins in Bayern ging. Anlass für das vermeintliche Problem, das es gar nicht gibt, war seitens der AfD ein kommunales Modellprojekt aus Köln, an dem selbst in Köln noch kein einziger muslimischer Verband teilgenommen hat. Es gibt also gar keinen Antrag für dieses Modellprojekt. Es ist ein Modellprojekt, das es gar nicht gibt und vor allen Dingen eines, über das in Bayern niemals jemand auch nur eine Sekunde nachgedacht hat. Es geht darum, den Ruf des Muezzins dort in Köln in beschränktem Ausmaß zuzulassen. Also in Bayern gar kein Thema und selbst in Köln ein Projekt, an dem niemand teilnimmt. Trotzdem macht die AfD hier im Bayerischen Landtag eine Aktuelle Stunde dazu und erzeugt ein Bild, dem zufolge davon auszugehen wäre ja die Gefahr droht, dass in Bayern bald man das eigene Wort nicht mehr versteht, weil von jedem Alpengipfel herunter bis hinein in die fränkischen Weinberge man das eigene Wort nicht mehr versteht, weil überall der Ruf des Muezzins in Bayern erklingen würde. Natürlich völlig absurde Stimmungsmache und die Lösung, die die AfD dann dafür anbietet, das ist eine die glatten Verfassungsbruch darstellen würde. Denn eines ist klar, bei uns in Bayern entscheidet über den Ruf des Muezzins oder Nichtruf des Muezzins unsere bayerischen Kommunen in ihrem eigenen Ermessen. Sie entscheiden über das Baurecht, ob ein Minarett gebaut wird und über den Lärmschutz, ob von diesem Minarett herunter ein Muezzin ruft oder nicht. Und was die AfD stattdessen will, nämlich dass wir als Landesgesetzgeber das verbieten, dass wir sozusagen unterteilen in gute Religion und schlechte Religion, das würde einerseits dazu führen, dass wir auch unsere liebgewonnenen bayerischen Traditionen, das Läuten unserer Kirchenglocken, die Fronleichnamsprozessionen, den Leonhardi-Ritt gewissermaßen der politischen Beliebigkeit ausliefern. Und zum anderen wäre es natürlich glatter Verfassungsbruch im Hinblick auf die Religionsfreiheit aus Artikel 4 des Grundgesetzes. Mit anderen Worten bedeutet das, wer so auf Kriegsfuß mit der Verfassung steht, der ist vielleicht ein Fall für den Verfassungsschutz, hat aber ganz sicher in einem Parlament nichts verloren. Und darüber hinaus verhält er sich
auch ausdrücklich unbayerisch, gerade die AfD, die ja immer angeblich für Traditionen steht, für Bayern stehen möchte, zeigt damit, wie unbayerisch sie in Wahrheit ist. Unser Bayern ist das Land der Liberalitas Bavariae, in dem jeder nach seiner Fasson glücklich werden soll. Wir sind das Land des Augsburger Religionsfriedens. Unsere Menschen im Freistaat lieben die Freiheit und deshalb ziemt es sich nirgends weniger als in Bayern, mit Religionsgruppen und ihrem Aufeinanderhetzen politische Stimmung zu machen. Das ist, was die AfD da versucht hat, glücklos versucht hat. Und deshalb, liebe Katrin, habe ich auch ganz deutlich versucht, das zu demaskieren und klarzumachen, dass die AfD eine Gruppierung ist, die im Bayerischen Landtag nichts verloren hat. So viel, liebe Katrin, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann postet sie gerne wie immer entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht's nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.